Ich war jetzt so verwirrt von dieser Kaffeesatzleserei. Der Kollege Wansch kann sich nicht einmal eine Wahrsagerin leisten, so wie der große Vorsitzende. Aber was mich noch mehr verwundert hat, ist, dass nach der wirklich intelligenten und originellen Rede des Herrn Professor van der Bellen die FPÖ-Fraktion kollektiv ihren Rücktritt verkündet hat. Hat uns verwundert, Rücktritt jetzt. Ich möchte aber jetzt zum Thema kommen, so wie es diese Position hier erfordert. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, Sie alle wissen, dass die wirtschaftliche Entwicklung in Europa noch immer von den Auswirkungen der Finanzkrise geprägt ist. Schwaches Wirtschaftswachstum, hohe Arbeitslosigkeit, vor allem im Süden Europas, eine ganze Generation von griechischen, portugiesischen, spanischen, italienischen jungen Menschen, die um ihre Entwicklungschancen und ihre Zukunft zittern. Gleichzeitig fehlt den Staaten aber das Geld, das sie dringend benötigen würden, um Investitionen, Infrastruktur zu modernisieren und die wirtschaftliche Entwicklung zu stärken. Einer von großen Zukunftsoptimismus geprägten aktiven Wirtschaftspolitik in den 70er Jahren ist auf europäischer Ebene eine dogmatische Austeritätspolitik gefolgt, die Europa nachhaltigen Schaden zugefügt hat. Auch die privaten Unternehmungen verschulden sich nicht mehr, um das aufgenommene Kapital in Anlagen zu investieren, denn alle wollen ja sparen, die Privathaushalte, was normal ist, aber auch die Unternehmen und der Staat, und sie würgen damit eine positive konjunkturelle Entwicklung ab. Europa droht deshalb, seine ökonomische Führungsposition einzubüßen, weil in den USA und Asien deutlich offensiver mit den Problemen der Finanzkrise umgegangen wird. Die neuen Produktionsformen und Technologien und die globale Arbeitsteilung stellen Hochlohnregionen in Europa und auch global vor sehr große Herausforderungen. Man muss Strategien finden, um die Beschäftigung auf hohem Niveau zu halten und speziell in jenen Regionen ausreichende zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen, in denen die Bevölkerung wächst. Gerade urbanen Regionen kommt da eine zentrale Bedeutung zu, denn hier finden die Innovationen statt. Die Dichte des urbanen Umfelds ermöglicht die volle Wirksamkeit bestimmter Technologien. Hochqualifizierte Arbeitskräfte und Forschungseinrichtungen finden sich hauptsächlich in den Ballungszentren, und die Diversität der Bevölkerung ermöglicht auch das Entstehen von Neuem und Originellem. Mit rund 190.000 Studierenden ist Wien die größte Universitätsstadt im deutschen Sprachraum. Als Indikator für die Wissensorientierung der Stadt können auch unsere Forschungs- und Entwicklungsausgaben in Prozent des Bruttoregionalprodukts herangezogen werden. Und hier liegt Wien mit über 3,4% unter den Top-Regionen Europas. Diese hohe Wissensorientierung resultiert auch in einer überdurchschnittlichen Produktivität. Bereits im Jahr 2000 war sie die höchste in Österreich. Das gilt auch für die aktuell verfügbaren Zahlen, und das trotz eines beachtlichen Bevölkerungswachstums. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass 44% der Zuwanderer und Zuwanderinnen einen Hochschulabschluss haben. Insbesondere beim Thema Wissensspillovers, also dem Wissenstransfer von Unternehmen bzw. Universitäten untereinander, haben die Städte einen natürlichen Agglomerationsvorteil. Die neueste Forschung geht davon aus, dass dieser Wissenstransfer ja nicht nur innerhalb der Branche stattfindet und Wachstum fördert, sondern vor allem auch branchenübergreifend positive Effekte hat. In diesem Wissensaustausch von Unternehmen, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, liegt ein riesiges Innovationspotenzial. Und diesen Standortvorteil will Wien aktiv nutzen, weil vernetztes Wissen in unserer heutigen globalisierten Wirtschaft der entscheidende Wettbewerbsfaktor ist. Eins ist klar, Regionen mit einem hohen Lohnniveau werden nur mit innovativen und qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen auf dem Weltmarkt erfolgreich sein. Aber vor allem die Wirtschaft sollte den intellektuellen Nachwuchs nicht als Generation Praktikum ausnützen, sondern entsprechend seiner Qualifikation bezahlen. Die steigende Verstädterung weltweit zeigt auch, dass die Lebensqualität der Städte zunehmend attraktiv wahrgenommen wird. In den Ballungsräumen finden die Menschen eben unterschiedliche Bildungseinrichtungen, Kultureinrichtungen, eine gute Infrastruktur und ein diversifiziertes Arbeitsplatzangebot. Die Städte verstehen sich
besonders Wien, als soziale Dienstleisterinnen, entwickeln spezielle soziale Angebote entsprechend den speziellen Bedürfnissen der Bewohnerinnen, zum Beispiel ein flächendeckendes Netz an kostenfreien Kindergärten, Horten, Betreuungseinrichtungen für Alte, von denen dann alle Familienmitglieder für ihre individuelle Lebensgestaltung profitieren können. Wien hat natürlich auch einen geografischen Standortvorteil. Wir sind Sitz von vielen Headquarters, die Steuerungsfunktionen nach Ost- und Südosteuropa ausüben. Aber entscheidend ist das Gesamtpaket. Ein Defizit in einzelnen Bereichen, zum Beispiel Umweltbelastung, könnte schnell dazu führen, dass die Lebensqualität beeinträchtigt wird. Die ökonomische Entwicklung und die Brüche in den alten Produktionsstrukturen machen daher innovative Betriebe zu einem immer wichtigeren Bestandteil des Wertschöpfungsprozesses. Und um diese großen Herausforderungen zu lösen, bedarf es hervorragend ausgebildeter Unternehmer und Mitarbeiter, innovativer Lösungsansätze und auch den Willen, die Netzwerkeffekte in der Großstadt zu nutzen. Mit dem Bevölkerungswachstum der Stadt Wien war eine rasante Entwicklung der regionalen Wirtschaft in Richtung Dienstleistungsmetropole und Wissensstadt verbunden. So hat sich die Zahl der forschenden Betriebe in den vergangenen 15 Jahren bereits verdreifacht und mittlerweile sind im Bereich Forschung und Entwicklung mehr als 40.000 Beschäftigte tätig. Fast 3/4 aller Menschen in Europa leben ja in Städten, in urbanen Regionen. Ein Wert, der laut den Vereinten Nationen, UN World Urbanization Prospects, bis 2050 auf mehr als 80% ansteigen wird. Die Städte bieten den Menschen hohe Lebensqualität, ein vielfältiges soziales Leistungsangebot, Arbeitsplätze und Zukunftschancen. Sie sind demografische Hotspots, aber auch Zentren des Wissens, der Innovation, der Kultur und der Wirtschaft. Neben Faktoren wie der internationalen Erreichbarkeit und der Sichtbarkeit ist besonders das Angebot an qualifizierten Arbeitskräften und das Vorhandensein von Unternehmen entscheidend, die ergänzende Dienstleistungen anbieten. Jahrzehnte nach der Internetentwicklung beginnen sich die ökonomischen Produktionsweisen derzeit dramatisch zu ändern. Einerseits werden über Plattformen Dienstleistungen zugekauft, die den Menschen angeboten werden, die dann gleichzeitig Produzenten und Konsumenten sind. Die bekanntesten, zum Beispiel Airbnb im Bereich der Zimmervermietung oder Uber als Taxiunternehmen. Es gibt aber auch in anderen Bereichen solche Plattformen für den Haushalt, Restaurants, Kleiderverleih und so weiter. Diese neuen Plattformen drohen allerdings, die sozialen Standards der europäischen Ausprägung des Wohlfahrtsstaates zu unterlaufen. Es ist noch unklar, wie soziale Sicherungssysteme, Gewerbe- und versicherungsrechtliche Fragen, Fragen einer fairen Arbeit, Lohndumpingprobleme und so weiter dahingehend reguliert werden können, dass einerseits der Nutzen der Innovationen erhalten bleibt, aber gleichzeitig die sozialen Standards für uns alle weiterhin erhalten bleiben. Umgekehrt ist der Internethandel nicht mehr wegzudenken. Alle Daten weisen darauf hin, dass er noch enorm wachsen wird. Und die jüngere internetaffine Generation wird weiter diese Dienste in Anspruch nehmen und damit den städtischen Handelsinfrastrukturen massiv zusetzen. Wir brauchen also ein breites Spektrum an Qualifikation und an komplementären Angeboten, um im Wettbewerb der Standorte besser reüssieren zu können. So ein Angebot findet sich ausreichend nur in Städten, Waren, Dienstleistungen, um die neuen Technologien auch lokal nutzen zu können. Und die Städte beantworten die Herausforderungen der Zukunft, insbesondere die Fragen der natürlichen Ressourcen. Städte, die kurzen Wege, der hohe Anteil an öffentlichem Nahverkehr, das sind alles Faktoren zur Lösung der großen ökonomischen und ökologischen Herausforderungen. Für die Zukunft ganz wesentlich wird daher die Fähigkeit der Städte sein, nicht nur auf lokale und globale Herausforderungen zu reagieren, sondern selbst neue Entwicklungen in Gang zu setzen, wie es Wien mit der Smart City Strategie begonnen und mit Innovatives Wien 2020 bereits vorbildlich praktiziert. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal dem Clemens Himpele von der MA23 ganz herzlich für seine Kompetenz und Unterstützung danken, aber auch allen Mitarbeitern der Magistratsabteilung 27, die unseren Europabericht gestaltet haben, dem ich diese Zahlen und Fakten entnommen habe. Dankeschön.